Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video mit dem Leopard 1. Naja, was soll man zum Leopard 1 sagen? Für mich einer der wirklich schönsten Panzer im Spiel. Wie man sieht, einfach die Form ist super schön. Wie er halt auch in echt aussieht. Ist sehr agil. Ist einfach ein geiles Ding, kann man sagen, was man will. Hier gespielt von Warcom 3000. Er spielt im Zug mit seinen Clanmates. Und natürlich, wie kann es auch schöner sein, als Top-Tier zu sein? Karte ist Kloster. Und dann schauen wir doch mal, wohin es ihn verschlagen wird. Ob er jetzt wirklich direkt hier mittig fährt. Aber so sieht es aus. Seine Mates wiederum nehmen den klassischen Heavy-Spot. Jetzt guckt er hier mal, aber ob er da was findet. Bekommt vom Leo... Oh, da ist hier aber viel los. So. Jetzt ist er hier offen, hat nichts selbst gespottet. Dementsprechend ist er hier mal ein bisschen weggefahren. Und jetzt schließt er sich scheinbar seinen Mates da drüben an. Und fahrt da mal rüber. Ah, es wird jetzt eng mit dem T-34. Ja, da wäre es jetzt zu eng geworden. Da muss er ja überholen. Hinten ist schon einiges los im Kloster. Der Leopard PTA wird da wohl, glaube ich, das Zeitliche segnen. Der ist da... Ah, nee, da kommt nochmal raus, oder? 165 Struktur hat er noch. Ja, da haben sie im Kloster das noch gut gemanagt, obwohl da wirklich eine Überzahl an Gegnern war. Was macht er nu? Er will hier gerne auf den T69, aber der ist natürlich viel zu weit weg. Der Rheinmetall besorgt es dem natürlich, dann dafür aber umso besser. So, jetzt steht er. Jetzt guckt er auf das Kloster. Oh ja, das war ein schöner, einfacher Kill. Den wollte er wohl so. Und jetzt hat er hier genug gestanden, jetzt geht er weiter. Die beiden Jungs hier drüben sind hier noch ein bisschen am Kämpfen gegen IS-7, E5. Und 1390. Einer davon auch im Objekt 260 unterwegs. Nicht schlecht. Und er selbst weiß noch nicht so wirklich, was er gerade hier machen soll. Er ist hier noch sehr unschlüssig mit seiner Rolle. Wo er wie unterstützen soll. Aber jetzt hat er den T32 und ich glaube, den hat er jetzt final als Gegner ausgemacht. Ist seine Hoffnung, dass der T32 vielleicht hier drauf fährt. Ja, das macht er auch. Der AMX 1390 kommt auch noch nach. Hat er jetzt hier gut in die Seite geschossen, damit den Rush der beiden unterbunden. Die werden jetzt nicht so einfach mal auf die Gegner hier drauf fahren. Jetzt kettet er ihn und jetzt dürfte er gleich hinüber sein. Da ist er weg. Und jetzt noch der AMX 1390, der ihn da ärgert. Aber der haut jetzt seines Zeichens dafür gleich ab. Der hat jetzt keinen Bock auf den Jagdpanther und auf den Leo 1 gegen sich. Der haut sogar direkt durch die Mitte ab. Ja, der ist unten wirklich weg. Aber jetzt pushen sie hier oben durch. Ah, abgeprallt. IS-7 auch von der Seite. Ist teilweise sehr, sehr nervig. Jetzt hat er geschossen. Und er macht's. Sehr gut. E5 hat jetzt den Jagdpanther weggemacht. Zieht sich jetzt hier ein bisschen zurück. Braucht jetzt hier Unterstützung von seinem Team, aber die kommen schon rum. E5 verschießt und jetzt hat er auf einmal hinter sich da die Gegner, die ihn da treffen. Deswegen muss er jetzt wieder nach vorne. So. Da trifft er nochmal.
Und jetzt hat er hier aber seine zwei Kompagnons, die dementsprechend mehr HP haben und mehr Panzerung haben, vielmehr. Und die machen es dann schon. Jetzt hat er ihn gekettet. So, und jetzt einer ist hinter ihm, der andere vor ihm. Er will sich immer auf die Ketten. Ich verstehe aber nicht, warum er nicht einfach oben durchschießt, weil ob er jetzt gekettet ist oder nicht, ist in der Situation noch schon fast egal. Jetzt macht er den Schaden. Und das Munitionslager ist dann weg. Ja. Ohne Munitionslager spielt sich's nicht mehr schön. Deswegen hat der E5 keine Lust mehr. Und weiter geht's. 985 HP hat er noch. Da hinten war zuvor das Objekt. Das ist der CDC da hinten. Und da ist auch noch ein Objekt. So. CDC bekommt da mal einen. Der Rüssel bewegt sich, aber er jetzt auch ein bisschen. Objekt steht da mittig. Und da ist es, der CDC. So, kriegt nochmal einen. Weiß auch nicht, was der da hinten noch macht. Also Basecampen mit dem CDC ist vielleicht nicht das Sinnvollste überhaupt. Aber... ja, seine HP sind jetzt komplett weg. Tschüss, CDC. Noch einer. Wo ist das Objekt? Da ist der AMX. Da ist das Objekt. Der steht aber hinterhalb. Das heißt, er lässt sich droppen und fährt auf das Objekt wohl drauf. Es steht auch gerade so, dass er mit dem Heck zu ihm da ist. Das heißt, er kann jetzt wirklich schön ranfahren. Und jetzt hinterfahren. Objekt haut auch ab. Wenn er drehen will. Also eigentlich würde ich jetzt genau nachfahren. Aber interessant, was das Objekt da macht. Das ist wahrscheinlich der Fluchtreflex, den er da hat. Oh, Leopard 1 aus der Mitte, den hat er vorher schon mal abbekommen. Jetzt hat er nur 608 HP. Was macht er jetzt mit dem Objekt? Kommt das Objekt jetzt hier rum? Einen Schuss braucht es noch. Also sozusagen, wer zuerst den ersten Schuss anbringt, er macht den Kill. Da ist es. Und dann macht er den Kill. Sehr gut. So, Gegner ist am Cappen. Sein Objekt hinten steht zum Decap bereit. Leo 1 steht immer noch in der Mitte und sniped dort. Zwei Leute im Cap und nur da gerade das Objekt am Decappen. Oh, und da kommt ein IS-3 links. Verschießt, Gott sei Dank. So, man sieht, der Gegner würde 10 Sekunden kürzer benötigen zum Cap. Da ist jetzt endlich der Leopard, der ihn auch schon mehrmals getroffen hat. So, jetzt hat der Leopard einen riesen Fehler gemacht. Der wollte hier weg, hat dabei keinen Schuss gesetzt, hat aber noch einen gefangen und jetzt ist er ein One-Shot. Nein! Jetzt verschießt er. 18 Sekunden, er muss hier fast decappen. Ja, der AMX weg. Der hinten im Decap hat der E5 jetzt auch viel richtig gemacht. Die machen hier schöne Teamarbeit. Arbeiten hier gut für den Cap. Jetzt hat der Jagdpanzer ihn leider den E5 raus. Aber klar, irgendwann muss auch das mal passieren. Vielleicht der sechste Kill und der Krieger jetzt hier mit dem nächsten Schuss. Nein, schade. So, da macht er was für Special Effects auch noch. Und da ist er jetzt offen. Wenn er noch ein bisschen... ja. Auf die Seite. Aber er war schwierig gestanden. Also er hat schon so ein bisschen angewinkelt. Und dementsprechend hat jede Seite eben ein bisschen
Penetration gekostet. Oder Durchschlag, wie man so schön auf Deutsch sagt. Habe bisher jetzt den Krieger geholt. 5800 Schaden. Das ist schon ganz ordentlich. Der Leopard, wie gesagt, ist ein schwieriger Gegner, weil beide sind für sich One-Shots. Zusammen haben sie jetzt übrigens aber gerade 9 Kills. Die Jungs. Vielleicht geht da noch ein bisschen was Richtung Medaille. Oh ne, jetzt ist das Objekt auch hin. Jetzt muss er alle Kills noch machen. Für den entscheidenden. 10 Kills. Jetzt ist er alleine gegen den IS-3 und den Leo 1. Zwei Kills bräuchte er auch noch für den entscheidenden Beitrag. Also, wenn er beide macht, dann wäre es ganz nice. Nein. Ja, schöner Kill. Schöner Schuss. Wirklich nice. Den muss man erstmal so machen. Und jetzt fehlt einzig und allein zum Glück nur noch der ES3. Aber der hat noch, glaube ich, ein bisschen Hitpoints. Zuletzt gespottet mit 848. Jetzt ist er auch offen. IS-3 hinter ihm. Uiuiui, war der knapp. So. Da ist er. Nummer 1 sitzt, hat ihn auch. Ja, er ist nicht mal offen. Nochmal ein. Und einer fehlt noch. Da macht er den 9. Kill und den Sieg klar. Da ist er. Da ist er. Der Sieg, der Kill. Sehr schön. 7606 Schaden. Am Anfang hat es ein bisschen zäh gewirkt, aber am Schluss hat er nochmal richtig aufgedreht. Leo 1. Super Panzer. Kann man nicht anders sagen. Entscheidender Beitrag fürs Team oder für seinen Zug geholt. Mehr geht einfach nicht. Deswegen. Für mich war das eine sehr schöne und sehenswerte Runde. Ich hoffe für euch doch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.